One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus Tocca. Ich zeige euch die Grundschläge und daraus könnt ihr sehr viel machen. Die Haupthand ist bei mir die rechte Hand. Spielt dabei beim Grundrhythmus erstmal so, die ganze Zeit. Also ein Bass und ein Tap. Und die Nebenhand macht die ganze Zeit Taps. Fast die ganze Zeit, bis auf einen betonten Schlag. Ich mach's mal langsamer nochmal den Rhythmus vor, den Grundrhythmus. Düm, 2, 3, 4. Ich mach's noch eine Stufe langsamer. One, two, three, four. Das ist der Rhythmus, der Grundrhythmus vom Tocca. Und ich zeige euch jetzt mal die Haupthand. Macht die ganze Zeit so. Also ein Bass und ein Tap. Die Taps könnt ihr entweder mit euren Fingerkuppen spielen oder mit dieser Fläche hier. Ihr wippt dazu die Hand. Das geht fast ein bisschen wie automatisch, weil wenn ihr die Hand so ankippt und wieder wegzieht, entsteht automatisch diese Bewegung. Vor, zurück, vor, zurück. Und dann die Nebenhand tappelt die ganze Zeit dazu mit. So, und jetzt ist noch ein betonter Schlag in dem Grundrhythmus mit der Nebenhand, mit meiner linken Hand. Das heißt, betont heißt, dass ihr ein bisschen einen Dollar draufschlagt, so dass es einen Ton ergibt, einen Klang. Und zwar, ich mach's nochmal in einem ruhigen Tempo. Ticke, 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 one, two, three, four. Jetzt mal noch langsamer das Ganze. Dingin, 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 ding, ding. One, two, three, four. Jetzt noch langsamer. Ding, ging, 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 ging. Eins, zwei, drei, vier.
Okay, das ist es. Das ist der Grundrhythmus Tocca. Ich werde jetzt das zum Ende des Videos noch ein bisschen damit rumspielen für euch als Inspiration, wieder auch in einem schnelleren Tempo. Und wünsche euch viel Spaß mit dem Rhythmus. Haut rein. Ich bin Ingo Gutmann und wünsche euch einen schönen Tag. One, two, three, four.